Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Palworld. Wir haben ja in der letzten Folge hier schon mal so die zweite Base so ein bisschen eingerichtet, haben Betten gemacht und ich würde sagen, aktuell passt es erstmal. Mein Inventar ist ready. Wir haben einige Sphären. Ich würde sagen, wir machen diesmal weiter, aber ich sollte auf jeden Fall noch Rüstung reparieren. Ganz wichtige Nummer. Ganz, ganz wichtige Nummer, Leute. Wir nehmen mal die Barren einfach mit. In die alte Base, weil da haben wir auch noch ordentlich Kram. Die Perlbox habe ich leider nicht so gut hingestellt, ne? Aber vielleicht, wenn wir die abreißen, haben wir ein großes Problem hier oder kann ich die ohne Probleme dann umsetzen? Ich würde sagen, ich lasse sie einfach so stehen. Safe ist safe. So. Rein damit. Nein, mein Gold bitte hier lassen. Danke. Okay. Warte mal, habe ich noch irgendwie was zum Verbessern? Ich kann tatsächlich meinen Perl verstärken, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, alles in ihn reinzuhauen. Ist schon ganz gut, ne? Ach so, oh ja, ich sehe gerade, brauche andere. Der ist zum Kämpfen nicht so gut geeignet eigentlich. Finde ich. Ist ja auch noch. Egal, wir reparieren jetzt einfach die Rüstung und machen uns dann auf den Weg. Weil ich ganz gerne... Mich einmal ran. Hier, hier, hallo. Ich möchte reparieren. Ja, super. Ich will da nicht arbeiten. Ich will So nicht, warte mal, ich breche das ab. Ja, super. Ach komm. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich will hier nur meine Rüstung kurz reparieren, warte mal. Hallo? Hallo? Ich raste gleich aus. Ich raste gleich komplett aus, Leute. So, komm weg mit dem Kram hier. Na komm, so. Holen wir den Kram hier halt hin. Kann ich jetzt? Immer noch nicht. Warte, kann es sein, dass du eventuell störst? Ja. Zisch mal ab jetzt. Ja. Wird irgendwie gestört. Ah, super. Antikes Bauteil und meine Rüstung ist halb im Eimer. Na toll. Ja, läuft. Okay. Nicht so geil. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir das Rezept jetzt wieder starten oder? Nee, komm, ich lasse das jetzt erstmal. Oh, oder verschwindet das eventuell? Ich hoffe doch nicht. Und wir machen wieder hier einmal. So. 10 Zement. Ich weiß nicht, wofür wir jetzt Zement unbedingt brauchen, aber ich mach's einfach mal. Wird schon gut sein. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, denn ich wollte eigentlich hier ganz entspannt jetzt weiter das Gebiet erkunden. Und zwar eigentlich haben wir auch noch ein paar Level 23er, die wir jetzt eigentlich uns klar machen können. Ich würde sagen, machen wir mal. So, du kommst mal her. Wo war das? Hinter mir? Nee. Da hinten. Echt? Hä? Nee, da oben. Ah ja. Okay, ich wollte schon sagen. So, das sollten wir jetzt eigentlich diesmal ohne Probleme hinbekommen. Und bevor wir das machen, essen wir nochmal eine Runde. Alles klar. Let's do it. Ja. Hey. Frechheit. Ja, aber die ist kein Problem. Sieht schon entspannt aus, soweit.
aber die zieht mir halt Leben, ne? Das ist das Problem. Also als nächstes skill ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr auf Leben. Wenn die mich weghauen, ist das immer ein bisschen blöd, ne? Pearls haben noch Leben, aber ich bin dann finito. Oh, nice. Das darf ich nicht übertreiben. Okay, reicht. Oh, 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 mein Leben. Nix gut. So nicht. Jetzt nehme ich einmal so eine Gigasphäre. Komm schon. Ist kein Nerv da drauf. Geht doch. Na, geht doch. Herr Tress. Ich glaube, die werde ich vielleicht austauschen gegen meinen Eisendude. Mal schauen. Also, jetzt haben wir die schon mal. Das ist schon mal ganz nett. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt gleich zur nächsten Stelle. Warte mal, wo ist... da hinten ist der Teleporter. Ich brauche den hier auch, ne? Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, das ist nur mal das Leben. Weil ich sie ja unbedingt dabei haben will. Gut, also, du warst Level 31. Nee, das lassen wir erstmal. Dich auch nicht, aber du, Kollege, scheinst mir auch saftig zu sein. Du warst hier auch 23, 31, 30, 32, 23. Okay, nehmen wir als erstmal den hier. Warum nicht? So. In welche Richtung? Da hinten? Echt? Ja. Anscheinend richtig. Hä? Da oben. Ach, Gott, wie blind ich bin. Musste ich einfach mal die Augen offen. Oh, warte mal. Brauche ich auch. Also mehrere von denen. Sie hat ihm gefallen, die Kuh. Ja. So, wo ist die andere Kuh? Hier. Schon. Ja. Ja. Nein. Nicht killen. Lass sie in Ruhe. Wunderbar. Sehr schön, haben wir jetzt auch schon mal drei. Das heißt, es wird auch mehr an Erfahrung nach und nach. Dann gehe ich mal rein. Ja, Lebensproblem habe ich ein bisschen, aber was soll's. Dann komm mal her. Oh, der sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Hä, wo ist mein... Dreamy. Hä? Sonst nervt es immer ultra, aber... Hä? Um? Hä? Oh, 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 der haut aber ganz schön rein. Autsch. Nein, oh, 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 oh. Nicht gut. Au. Das war nicht gut. Nein, 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 nein. Hau mir bloß ab.
Ich will dich nur in Ruhe fangen. Ich würde sagen, ich nehme auch gleich so eine Gigasphäre. Okay. Ja, ein bisschen mehr Schaden noch. Aber nicht zu viel. Oh nein. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Oh, sehr gut. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, ne? Welche Perls sind eigentlich die besten halt, ne? Das ist immer die goldene Frage. Aber schon mal ganz cool, nur mein Leben. Seltenes Organ. Das Ding ist, der hier ist tot. Also, stark verletzt, sagen wir mal. Erledigt. Finito. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, jetzt noch gegen den 23er könnten wir gewinnen, aber mit meinem Perl habe ich es eigentlich lieber. Oh, warte mal. Die brauchen wir auch. Ah ja, sehr gut. Nehme ich aber die grünen. Nein. Gibt's doch nicht. Ach Mann. Jetzt habe ich einfach nur 5 grüne Sphären verballert. Nice. Habe ich die da hinten? Ich glaube ja, ne? Ah, mein Leben. Ich gehe erstmal. Ich gehe erstmal in die Base, Leute. Ein bisschen haben wir ja was bekommen. Ich bleibe erstmal lieber ruhig. Bin glücklich und ja. Ihr wisst schon. So. Du gehörst erstmal hier rein. Ich weiß nicht. Oh. Ich glaube, das ist ein ganz guter Arbeiter, ne? Dreimal Holz und so. Okay, den können wir auch drüben reinhauen. Mal, warum bin ich überhaupt hier in diese Base gegangen? Kann mir das einer verraten? Weiß es selber gar nicht. Nein, ich wollte hier ran. So, hier können wir nochmal ein bisschen Metall einschmelzen. Ich brauche antike Dingens. Ihr wisst schon. Okay. Okay. Aha. Warte mal. Ach, ich habe antike Bauteile. Oh, sehr gut. Ist mir irgendwie gerade gar nicht aufgefallen. So, also. Dann würde ich sagen, erstmal Rüstung reparieren. Ganz wichtige Nummer. Und wir können hier einmal was braten lassen. Alles reparieren. Geht irgendwie nicht. Ach, mir fehlt Stoff. Na klar. Wer hätte das gedacht? Dann machen wir mal. So. Machen wir ein bisschen zusammen, ein bisschen Teamwork. Wunderbar. Nein, nein, nein. So. Immer noch nicht alles. Nägel. Naja, natürlich. Ich will die komplette Dings reparieren und dann fehlt immer irgendwie etwas. Unglaublich. So, abbrechen. Nägel. So. Jetzt habe ich 4 mal Nägel gemacht. Ja, das dauert natürlich jetzt super lange. Geil. Und schon. Okay, aber jetzt. Ja. Endlich.
Was machst du hier? Dauert so lange, echt? Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ihr habt hier aber genug zu essen, oder? Ja, das sieht alles ganz gut aus. Der Kram kann rein. Warte mal, die Milch. Trinken die auch die Milch? Ich glaube nicht, ne? Heraus. Kommt das mal oben den Kühler? Auch wenn mein Perl irgendwie sehr selten dahin geht und selten kühlt, aber ich würde mal sagen, besser als nix, ne? Hoffe ich. Vielleicht irre ich mich auch. Und das ist überhaupt nicht gut. Die Eier können wir raus. Und dann zischen wir ab in unsere Hauptbase. Was immer sehr blöd ist. Immer wenn ich komme, dann ist immer dieses Tor hier buggy. So. Jetzt könnt ihr den normalen Weg gehen. Alles klar. Ich habe meinen Schlüssel. Bam. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, in die andere Base einmal. Sieht mittlerweile doch auch echt gut aus. Das Eisen ist schon... das ist schon wieder da. Uno momento. Dann leg mal los. Ich kümmere mich hier um den Kram. Wunderbar. Ist aber echt schnell gespawnt, ne? Muss man schon sagen. So. So. Sehr schön. Also, wir machen mal mehr Betten. Ah, warte mal. Ich glaube, hier fehlt mir Holz, ne? Ah, ne. Ich kann sogar ein paar machen. Dann. So, ich geh mal pennen. Mit dir direkt wieder arbeiten. So, was mit Plauschbetten? Da fehlt mir Stoff. Egal, Hauptsache erstmal normale Betten, die können wir immer noch austauschen. Okay, okay, okay. Weil dann, ich will mal nur vergleichen, also. Drei in Gießen. Hat der in Gießen 1? Okay, der macht aber auch ein paar andere Sachen. Holz. Feuer 1, Feuer 1. Sind jetzt nicht so gut. Warte mal, und du hast Feuer 1, aber du machst doch noch andere Sachen. Deswegen bist du schon mal ausgetauscht. Dann habe ich ja noch meinen neuen Perls. Der ist anscheinend sehr gut. Kommst du mal direkt ins Team. Okay, zum Abbauen brauche ich eigentlich gar keinen. Wer macht das schon? Was ist mit dir? Ich glaube, du kommst aber einfach in mein Team rein. Pinguin? Oh, das ist auch ein guter Arbeiter, aber der ist ganz gut zum Kämpfen, finde ich. Katze, ich weiß nicht, was ich von der Katze halten soll. Vielleicht tausche ich die Katze gegen sie aus. Ja. Erstmal. Und du? Kannst gar nichts, wenn du im Lager bist. Okay, und du machst Blitze, ja, schön. Ist auch eher Müll. Affen machen auch ganz ordentlich Arbeit, ne? Affen sind gar nicht mal so schlecht. Mal zweimal Pflanzen, Pflanzen. Ja, ich würde sonst sagen, lassen wir das erstmal alles so stehen. Ist erstmal in Ordnung. Warte mal, Betten? Haben die gebaut? Dann können wir doch noch mehr setzen, ne?
Die Affen sind ganz nett, oder? Warte mal, Element Alpha Paul. Ich weiß nicht, welche Pauls ich jetzt noch reinsetzen soll in mein Lager. Gießen ist jetzt nicht so wichtig. Weil die Affen sind ja irgendwie so Allrounder, ne? Die machen irgendwie alles. Können von allem etwas. Ja, irgendwie schon. Dann mache ich mir mal erstmal hier eine Affencrew. Den hier vielleicht noch zum Gießen, aber zum Gießen habe ich, glaube ich, genug, ne? Ah, die sind auch noch ganz nett. Okay, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich Betten habe. Warte mal. Nein, 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 mach weiter. Ich habe mich verdrückt, sondern ich wollte schauen, was ist eigentlich mit dem hier? Ah, das ist ja voll schlecht. So, dann sammle ich mal kurz den Kram ein. Wieder sehr viel Eisen. Wunderbar. Das ist schon cool, ne? Ich weiß nicht, würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Ist schon nicht schlecht. Warte mal, kann ich jetzt mittlerweile... Die Treppe kann ich hier nicht hinsetzen wegen der Werkbank, ne? Die muss ich gleich auf jeden Fall auch wegbauen. Ah, guck mal, die arbeitet sogar. Die ist ordentlich. Das ist doch eine vernünftige Lady. So. Alles klar. Und Feuer macht er auch noch. Goldstück. Einfach ein Goldstück ist er. Wunderbar, er arbeitet. Er geht hacken. Er sammelt Zeug. Er macht Feuer. Von dem brauche ich auf ein paar mehr. Von den. Oh. Nicht so gut. Von dem Kollegen brauche ich definitiv ein paar mehr. So. Dann sammeln wir es nochmal. Dann haben wir echt viel Eisen wieder. Sehr viele Erze. Alright. Vielleicht mache ich mir mehrere Brennöfen, ne? Wenn ich jetzt so viel Eisen habe mittlerweile. Was sollte das? Geht's hier noch gut? Ja. Da. Okay. Ja, ich werde die auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen auswechseln müssen mit der Zeit. Aber ich würde sagen, aktuell ist es in Ordnung. So, dann bauen wir noch eben trotzdem wieder eine Werkbank. Primitive. Ja, machen wir erstmal noch eine Primitive. Okay, warum geht das nicht so weit ran? Na gut, dann halt... Ah, nein! Weil die falsch rum war. Halt. Ah ja. Wollte schon sagen. Und du bist fertig? Anscheinend ja. Fleißiger Dude. So, dann gib mal her. Okay. Na dann mal rein damit. Wir könnten auch einmal abbrechen. Bamsen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. So, dann haben wir jetzt zwar neue Perls. Wir haben bessere Arbeiter drin. Das heißt als nächstes, also wir haben auf jeden Fall hier hinten noch einen 23er. Und ihn hier. Es wäre nicht schlecht, wenn wir die beiden, glaube ich, auch noch holen, ne? Und dann heißt es eigentlich weiter erkunden, würde ich sagen.
Na gut, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.